ist Bedienungsanleitung, die digitale Gästekarte von Norden Norddeich. Sie können dem Gast schon vor Anreise eine E-Mail zusenden, in die alle relevanten Daten für die Erstellung einer Gästekarte vom Gast eingepflegt werden können. Starten Sie den sogenannten Web-Client in Ihrem Browser. Wählen Sie in der oberen Menüleiste den Button Gästemeldung. In der linken Menüleiste wählen Sie Pre-Check-In. Hier wählen Sie den Karteireiter Links und Formularkonfiguration. Im Anschluss kopieren Sie den Link. Den kopierten Link fügen Sie nun in eine von Ihnen erstellte persönliche E-Mail ein. Bei einer Ausstellung vor Ort verwenden Sie bitte den zweiten Link. Der Gast kommt nun über den von Ihnen zugesandten Link direkt auf die erforderliche Eingabemaske, in die er die Daten für die Erstellung der digitalen Gästekarte einpflegen kann. Die Eingabemasken für den Gast beinhalten die An- und Abreisedaten, die persönlichen Daten, Begleitpersonen und Kinder und weitere Angaben. Hier sollte die E-Mail-Anschrift für die Zusammenfassung vom Gast hinterlegt werden, die anderen Angaben sind freiwillig. Die nächsten Menümasken enthalten noch einmal die Zusammenfassung der vom Gast eingepflegten Daten sowie die Sendebestätigung. Tipp: Die Pre-Check-In-Oberfläche können Sie zum Teil individualisieren, zum Beispiel mit einem Foto oder Logo. Auch die Hintergrundfarbe und die Textfarbe können verändert werden. Nutzen Sie dafür den Konfigurator auf Ihrer Web-Client-Oberfläche und speichern Sie die Änderungen ab. Über den oben aufgeführten Pre-Check-In-Link können Sie direkt Ihre individualisierte Fassung live ansehen. In Ihrem persönlichen Vermieter-Web-Client wird in der Liste der Pre-Check-In-Meldungen der Dateneingang gelistet. Klicken Sie anschließend auf den rechten Button und wählen Sie den Menüpunkt Details. Nachdem sich ein weiteres Fenster öffnet, betätigen Sie den rechten Button in Meldung laden. Die Daten werden in einem neuen Fenster angezeigt für eine letzte Überprüfung, bevor sie als Meldeschein übernommen werden. Die Daten sind in der Gästemeldung aufgeführt und bei Betätigung des rechten Buttons können Sie mehrere Menüpunkte auswählen. Für den Druck des Meldescheins klicken Sie auf den Menüpunkt Blatt drucken. Dieser Meldeschein muss für Ihr Gästeverzeichnis persönlich vom Gast vor Ort unterzeichnet werden, laut Bundesmeldegesetz. Kehren Sie zur Gästemeldung zurück, betätigen Sie den rechten Button und wählen den Menüpunkt Gästekarte produzieren. Auf der Oberfläche der Gästenkartensoftware können Sie nun die Gästekarte produzieren oder auch die Detailansicht auswählen. Beim Reiter Zu produzierende Karten auf dem Button unten links Alle Karten merken klicken. Alle Zeilen werden danach markiert und der zunächst grüne Pfeil wird nun rot angezeigt. Anschließend den Reiter Merkliste wählen. Oben links im Dropdown-Menü die Zeile Mobile Cards senden auswählen. Ein neues Fenster, in dem die E-Mail-Adresse des Gastes eingefügt geändert werden kann, öffnet sich. Das Häkchen auf Merkliste anschließend leeren setzen und auf Mobile Cards senden klicken. Der Gast enthält automatisch an die hinterlegte E-Mail-Anschrift eine Benachrichtigung mit entsprechenden Anhängen und Links. Wir empfehlen, die digitale Gästekarte in einer sogenannten Wallet-App zu hinterlegen, sodass sie auch offline verfügbar ist. Die digitale Gästekarte wird in der Wallet-App wie folgt dargestellt. Je nach App kann die Ansicht variieren.